Leute, warum stehe ich hier mit einem Rucksack in der Schonzeit am Wasser? Weil ihr wissen wolltet, was ich immer so mitnehme. Ich sollte mal Videos über meinen Tackle machen. Das heißt, ich wollte über meine Routen ein Video machen. Ich wollte über ja, alles, was ich so an sich als Tackle-Sammlung habe, ein Video machen. Weil das so viel ist, dass ich es nicht in ein Video packen kann, habe ich heute einfach mal ein Video dazu vorbereitet, was ich so mitnehme, wenn ich ans Wasser fahre und nicht weiß, was ich machen will. Das heißt, wenn ich eigentlich alles machen will. Also, wenn euch das interessiert, ihr das wissen wollt, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ich bin Maxi und ihr guckt Angeln maximal. Am besten würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, was hier so drin ist. Kurze Info, ich habe den Rucksack für gestern gepackt, da war ich nicht mit einem Kumpel unterwegs. Wir haben, ja, wie gesagt, so irgendwie auf alles geangelt. Also Hecht, Barsch, Rapfen, Döbel, Forelle, wirklich eigentlich alles. Also wir konnten von Fluss über See, über Bach, überall hinfahren und für alles hatte ich irgendwie was eingepackt. Das ist halt schon cool, wenn man irgendwie ein bisschen unterwegs ist und an verschiedenen Spots angelt. Dann sollte man auf jeden Fall flexibel sein, nicht zu viel mitschleppen, aber auch nicht zu wenig. Ich kenne echt Leute, für eine Fischart nehmen die irgendwie 3 oder 4 mal eine Tasche in der Größe mit. Das ist meiner Meinung nach völlig sinnlos. Bin mir ganz, ganz sicher, dass die Leute nicht mehr fangen als jemand, der nicht so viel mitschleppt. Ich selber neige auch häufig dazu, ein bisschen zu viel mitzunehmen, aber versucht es ein bisschen zu reduzieren und nicht zu viel mitzuschleppen. Mehr fangen tut ihr nicht, wenn ihr die ganze Zeit nur damit beschäftigt seid, irgendwie Köder zu wechseln und dies und das zu machen. Und in diesen Rucksack habe ich alles reinbekommen für all die Fischarten, für all die Gewässer und so weiter, die ich gerade aufgezählt habe. Natürlich nicht perfekt, also ich bin da nicht auf jede Eventualität gefasst, aber der Hauptteil, den kann man damit super abdecken. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal von außen nach innen an. Was hier draußen dran hängt, was natürlich sofort auffällt, eine Zange, ganz wichtig zum Haken lösen und gleichzeitig aber auch noch zum Schneiden. Da habe ich ja quasi beides in einem. An der Seite hier dann noch normalerweise eine Flasche Wasser. Manchmal auch in braunen Glasflaschen das Wasser. Also wenn ihr mich mit so einer braunen Glasflasche seht, dann ist da wie gesagt Wasser drin. Auf der anderen Seite außen ist da noch eine Polbrille drin. Die ist jetzt hier aber nicht drin. Ich neige auch dazu, Brillen zu verlieren. Letztes Jahr 2, dieses Jahr glaube ich schon 1. Da bin ich Profi drin. Dann machen wir hier vorne weiter. Da haben wir einmal, ganz wichtig, eine kleine Scale, um die Fische zu messen. In dem Fall natürlich dann auch nur die kleine, weil ich jetzt nicht das Riesending mitschleppen will. Und dann noch eine Sache, da werde ich ganz oft drauf angesprochen. Irgendwie traue ich mich immer nicht zu sagen, ja, mag ich auch den Köder. Spinner von Größe 3 bis Größe Doppel-0. Also alles, was so zum Barsch, Forellen, Döbelangeln und so weiter interessant ist. Kleine Hechte beißen da natürlich auch drauf. Spinner ist einfach eine Allzweckwaffe, die kann man immer überall fischen. Wenn man nicht weiß, was geht, dann einfach erstmal einen Spinner ranhängen und den mal durchleiern. Zack, da würde theoretisch auch noch ein bisschen mehr reinpassen, aber mehr brauche ich jetzt nicht. Hier unten habe ich noch mal eine Kiste drin. Die ist auch extra, die ist schon in dem Rucksack mit dabei. Die ist voll mit verschiedenen Hardbaits. Und zwar habe ich mir die so ein bisschen ja, zusammengewürfelt aus meinen Hardbait-Kisten. Da habe ich einmal hier so ganz kleines Zeug für einen Bach, ja, also so eine Mini-Forellen-Döbel-Wobbler. Dann hier mal ein Crankbait, braucht man auch. Ganz kleinen Crankbait noch für Döbel, hier so ein paar kleine Twitchbaits. Größere Twitchbaits so für Rapfen und sowas. Hier sogar noch ein Topwater-Köder mit drin. Ein Stickbait und ein Popper. Ja, und das packe ich mir dann halt immer alles so zusammen. Ups, da ist ein Spinner dazwischen gerutscht, den sortiere ich gleich zurück. Packe ich mir immer alles so zusammen, wie ich es dann brauche für die jeweilige Session, für den jeweiligen Trip. Mit der bin ich sozusagen immer flexibel. Ich habe so feste Boxen in meinem Schrank drin zu stehen. Einmal No-Action-Sheds in bestimmten Größen, dann einmal Action-Sheds in bestimmten Größen. Eine Kiste mit Dude und Wilson in 3 und 4 Inch, eine mit Dude und Wilson in 5 und 6 Inch und so weiter. Dann halt auch so Hardbait-Kisten mit kleineren Hardbaits, Topwater-Ködern, größere Hardbaits und sowas. Und da packe ich mir dann immer so eine Kiste hier aus den einzelnen zusammen. Ganz cool an dem Rucksack, das kann man komplett aufmachen. Das heißt, wenn man da irgendwie unten was sucht, kommt man da auf jeden Fall auch gut ran. Aber ich mache es jetzt nicht auf, sonst fällt ja alles raus. So, da haben wir einmal so eine kleine ja, Windowbag mit verschiedenen Gummiködern drin. So, also erstens natürlich alles geflavorte Sachen, die auch ein bisschen stinken. Und dann eben nicht nur normale Gummifische, sondern da sind dann noch so ein paar Spezialsachen hier, sowas zum Dropshotten dabei oder mal so eine ganz verrückten Farben. Hier ist noch ein Krebs, lauter so ein Kram. Und dann kann ich mir die halt immer noch mal so fertig machen, wie ich sie dann brauche, wenn ich an entsprechende Gewässer fahre. Und dann habe ich hier eine ganz, ganz wichtige Tasche. Diese Tasche habe ich, glaube ich, wirklich immer dabei. Es sei denn, ich weiß jetzt so, okay, ich brauche wirklich nur Flur und Snaps und mehr nicht. Ansonsten ist hier nämlich alles drin, was ich in Kleinteilen brauche. Das heißt, es ist eine komplette Terminal-Tackle-Tasche, mit der ich eigentlich auch immer ziemlich gut gefahren bin bisher. Und da gucken wir natürlich auch mal rein. Und zwar haben wir hier
Kleber. Ganz wichtig, wenn Gummifische einreißen oder wenn sie halt einfach vorne nicht richtig am Jigkopf halten oder den Jigkopf ohne kleinen Haken habt oder was auch immer, dann haben wir nochmal Gummifischkleber extra nur für den Gummi. Der löst quasi dieses Material, also das Gummimaterial an und verbindet es wieder neu. Dann habe ich hier einmal Pflaster. Braucht man auch sehr, sehr häufig, wenn man gerade Hechtangeln ist. Dann haben wir hier einen Hakenschärfer. Das ist eine ganz coole Sache. Und dann habe ich nochmal so einen hier. Den von Zeck habe ich noch nicht, aber eigentlich gibt es auch einen Zeck-Hakenschärfer. So, dann haben wir hier ein paar verschiedene Spulen Fluo. In meinem Fall 22, also 0,22 mm, 0,26 mm und 0,37 mm. Damit hat man auch erstmal so quasi alles ein bisschen an Fluo. Dann haben wir hier eine Kiste mit kleinen Dropshot-Haken. Einmal Warm-Offset-Haken und einmal normale kleine Dropshot-Haken in verschiedenen Größen. Dann eine Kiste mit Dropshot-Gewichten, das heißt also Dropshot-Bleie oder auch Dropshot-Tungsten-Gewichte. Dann eine Kiste mit Tungsten Bullet Weights in verschiedensten Größen. Hier die großen sind richtig fette Dinger mit 21 Gramm. Dann noch ein paar kleine und ein paar Final Keeper für aufgerissene Köder an Offset-Haken. Dann ganz wichtig natürlich eine Kiste hier mit Snaps. Verschiedene Formen von Snaps. Kleine, mittelgroße, mit Wirbel, ohne Wirbel, verschiedene Formen. Und eine Sache, die natürlich auch nicht fehlen darf, ganz wichtig, dieser Glücksbringer hier. Das ist eine kleine Schuppe. Die lag auf meiner Scale, nachdem ich meinen PB-Barsch released habe. Habe ich ihn nicht ausgerissen, ja. Die lag einfach auf meiner Scale. Das heißt, er hat die verloren beim Messen. Da habe ich sie mir dann in die Kiste gepackt. Ich würde natürlich niemals einem Fisch so eine Schuppe ausreißen. Aber wenn ich sie schon, ja, hatte, dann habe ich sie auch aufgehoben. Und jetzt ist sie mein Glücksbringer. Dann habe ich noch eine kleine Kiste mit Shebus in allen Größen bzw. in allen Gewichten, die ich sonst so brauche. Und dann haben wir noch mal eine Kiste. Da sind dann Offset-Haken drin und noch ein paar andere Kleinteile. Das heißt, hier sind dann zum Beispiel noch so eine kleine Einschraubgewichte. Dann habe ich hier für Neko Rig noch so Kleinteile. Dann habe ich hier Perlen. Dann habe ich hier so kleine Tungsten-Nail-Sinker, ja, für Würmer oder auch für andere Sachen, wenn man irgendwelche verrückten Finesse-Techniken machen will. Und dann natürlich, ganz wichtig, Offset-Haken. Dann haben wir hier ein paar Kisten. Einmal eine Kiste mit Dude und Wilson in 3 und 4 Inch in allen vier Farben. Eigentlich hier, die Dinger waren neulich für das Jigkopf-Video, um zu demonstrieren, wie es nicht geht. Da habe ich einfach einen Standard-Gummifisch, der also wirklich eine Standard-Fischform hat, nicht irgendwas Wildes. Der geht ja eigentlich theoretisch immer. Das heißt, die Kiste habe ich eigentlich auch wirklich fast immer dabei. Es sei denn, ich angle jetzt irgendwie nur auf Hecht oder Forelle, dann brauche ich die Kiste nicht. Dann habe ich eine Kiste mit etwas größeren Gummifischen, das heißt also so mittelgroße Gummifische. Da dann auch natürlich von den Farben ein bisschen verschiedene Sachen. Das heißt, einmal hier so ein Salt and Pepper mit einem Chartreuse Tail, also irgendwas, ja, relativ auffälliges. Dann auch hier so etwas gedecktere Farben wie ein Panhandle Moon. Mai Mai funktioniert auch immer, die Farbe. Verschiedenes Zeug einfach, um mal ein bisschen auch auf Hecht zum Beispiel mit kleineren Ködern zu probieren. Hier einen großen Dude noch in 6 Inch dazwischen. Also einfach so ein Zeug. Und dann habe ich noch eine größere Kiste, eine Hardbait-Kiste. Da sind dann vor allem so, ja, kleinere, sage ich mal, drin. Jetzt nicht die winzigen Hardbaits, aber halt auch keine großen. Das heißt, also hier sowas, ein 67er Squirrel oder auch mal ein kleiner Chubby noch. Immer noch so eine Titanspitze fliegt hier irgendwo dazwischen rum, weil gerade bei Hardbaits ist mir schon sehr wichtig, dass ich dann Stahl- oder Titanvorfach dran habe, denn das ist noch ärgerlicher, wenn den irgendwie ein Hecht abbeißt beim Barschangeln. Natürlich für den Hecht ist es in jedem Fall ärgerlich, aber mit dem Hardbait tut es dem Portemonnaie auch noch weh. Deswegen immer, wenn irgendwie Hechtgefahr ist, nicht nur mit Hardbaits, am besten ein kleines Titanvorfach mit dran machen. Links und rechts hat die Tasche hier nochmal zwei kleine Taschen. Da habe ich zweimal Jigköpfe drin. Einmal von 2.0 bis 3.0 und einmal von 5 bis 1.0. Ich sortiere mir meine Kisten alle so. Ich habe dann als nächstes noch eine 4.0, 5.0 und dann habe ich noch eine 6.0, 7.0 Kiste. Das sind so meine Standard-Jigköpfe, die ich halt brauche. Die sind eben die, die man wirklich mit Abstand am allerhäufigsten braucht. Also die kleinen zum Barschangeln und hier die größeren auch zum Barsch-Zanderangeln oder halt für Gummis bis 4, 5 Inch so ungefähr. Kann ich euch mal zeigen, wie so eine Kiste von innen aussieht. Die habe ich mir nämlich auch schön sortiert. Da habe ich immer einfach Light, eins Medium, eins Heavy und dann eben mit den verschiedenen Größen. Noch cooler ist, wenn man so eine Slitform-Cases heißen die hat, wo man die Jigs so reinsteckt. Ah, das ist mir zu aufwendig, zu viel Arbeit, das ist immer alles da rein zu sortieren und so. Ist halt Nonplusultra-Variante. Da wird definitiv kein Haken stumpf. Also wenn ihr da mehr Bock drauf habt, dann holt euch so eine Slitform-Cases, wo ihr die Jigs alle einzeln reinstecken könnt. Gibt es von Versus zum Beispiel. Und die sind auf jeden Fall auch wirklich cool. Hatte ich eine Weile, aber irgendwann war es mir zu viel Arbeit bei dem ganzen Angeln gehen, was ich hier betreibe. Dann nervt es irgendwann zu sehr, die da immer ein- und auszusortieren. Da bleiben eigentlich nur noch zwei Sachen übrig. Die Tasche hier, da ist nichts drin. Da könnte man theoretisch auch noch ein bisschen was reinpacken. Ich habe nur noch hier oben in der Tasche was drin und zwar so eine kleine Tasche hier. Da sind eben meine ganzen Vorfächer drin. Das heißt, da sind schon entweder fertige Fluo-Vorfächer mit einer Titanspitze drin oder auch irgendwelche, ja, dicken Fluo-Vorfächer zum Hechtangeln, wo ich dann vorne immer den Snap ranquetsche. Auch hier dickere Titanvorfächer zum Hechtangeln oder eben
sozusagen dünne kleine, um sie davor zu schalten beim Barschangeln so, ja, noch als Zusatzschutz eben. Die ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, sollte man nicht vergessen, es sei denn, man hat zur Not dann noch so ein Titan irgendwo mit drin, aber wenn irgendwo Hechte beißen unterwegs sind und gerade wenn man unterwegs ist und nicht weiß, wo man jetzt angeln wird, an welchem Gewässer, dann ist es definitiv wichtig, dass ihr so ein Ding in eurer Tasche drin habt, beziehungsweise, dass ihr überhaupt ein paar hechtsichere Vorfächer einfach mit dabei habt. Zu guter Letzt, das allerletzte, was ihr noch braucht, ist das hier. Eure Dokumente zum Angeln, Fischereischein, die ganzen Tagesangelkarten und so weiter. Auf der einen Seite steht ein Leben lang am Wasser zu Hause, Catch and Release. Und auf der anderen Seite steht Sex, Drugs and Fishing. Ist auf jeden Fall witzig, wenn ich das Ding raushole und die Polizei guckt dann da so rauf, so Sex, Drugs and Fishing. Catch and Release, okay. Aber dann sind sie immer froh, wenn die Papiere doch alle da sind. Das hier noch oben drin, wasserdichte Dokumententasche. Ist auch ganz wichtig, dass die Dinger im Regen nicht nass werden. Ja, Leute, das war's eigentlich. Mehr nehme ich dann auch nicht mit. Das heißt, von 3 Inch bis 15 Zentimeter ungefähr habe ich alles dabei. Verschiedene Farben einfach ein bisschen zum Probieren. Dann habt ihr Hardbaits in verschiedenen Formen, verschiedene Tiefen, Crankbait, ein Twitchbait, ein bisschen was für Topwater. Ihr habt Spinner dabei. Eine ganz wichtige Sache, die ich diesmal nicht dabei hatte, sind noch diese Bleikopfspinner. Die hatte ich nicht mit. Habe ich normalerweise auch noch eine Kiste irgendwo dann hier mit drin. Ja, alles, was ihr an Kleinteilen braucht. Ihr habt auch alles an Gewichten dabei. Wenn ihr zum Beispiel diese Cheburashkas habt und ein paar verschiedene Köpfe, dann könnt ihr sogar noch mit den Jigköpfen sparen. Das heißt, ihr braucht dann gar nicht so viele Jigköpfe mitzunehmen. Wenn ihr Shebus mitnehmt, da könnt ihr ja das Gewicht flexibel an jeden Haken anpassen und eben ein paar verschiedene Hakengrößen, dann wie gesagt seid ihr da eigentlich schon rundum versorgt. So komme ich aber ganz gut mit dem Gewicht klar und auch mit der Größe und kann das Ding gut am Wasser mitnehmen. Finde ich dann besser, wenn ich viel rumlaufe, als so eine, ja, Umhängetasche, die ich halt sonst nehme. Wenn ihr Bock habt, dann mache ich solche Videos gerne auch noch häufiger. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das cool findet, wenn ich so ein bisschen mein Tackle vorstelle, wie ich ans Wasser gehe und so weiter. Wie man vor allem, wie gesagt, auch auf die ganzen Eventualitäten vorbereitet ist. Das war sozusagen so der erste Teil von meiner Tackle-Vorstellung, die ich insgesamt machen wollte, von meiner Tackle-Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt ganz wichtig, Instagram abonnieren, liken, teilen und so weiter. Vor allem liken. Nach dem Uli Beyer Beef ist mein Like-Dislike-Verhalten so ein bisschen abgerutscht. Also Leute, bitte alle Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es halt einfach weg. Ansonsten könnt ihr im Zack-Online-Shop gerne noch mit meinem Code bestellen. Da kriegt ihr zum Beispiel auch diesen Rucksack oder diese kleinen Window-Bags. Guckt es euch einfach an. Ihr könnt euch verschiedenste Goodies aussuchen. Ich glaube, ab 10 Euro kann man sogar schon sich was aussuchen. Also Code Maxi nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's mit Angeln Maximal. Haut rein. Ciao.